Today I want to speak on a simple topic I've termed when mercy sees. Und heute möchte ich über ein einfaches Thema sprechen und dieses Thema heißt, wenn die Barmherzigkeit schaut. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. When mercy sees. Wenn die Barmherzigkeit schaut. Amen. Amen. So please turn your Bible with me to the book of Matthew. Schlag mal bitte mit mir auf deine Bibel zu Matthäus Evangelium. Matthew 9, I want to read the verse number 36. Matthäus 9, ich lese Vers 36. Matthew 9, the verse 36. Matthäus 9, Vers 36. The Bible says, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Amen. Amen. And so here the Bible is giving an account of Jesus Christ. Also hier schildert die Bibel einen Bericht von Jesus Christus. And that he saw the multitudes. Nämlich Jesus Christus sah die Volksmengen. And he was moved with compassion. Und er wurde innerlich, und zwar von Barmherzigkeit bewegt. Because the multitudes were fainted and were scattered abroad. Weil die Mengen erschöpft waren und verschmachtet. And Jesus, the master of analogies, he used a simple analogy in expressing to the fact that these people were sheep without shepherds. Und Jesus, der Meister von Redearten, hat eine bestimmte Redeart für diese, ich sag mal so, diesen Zustand der Menschen. Und zwar, die sind wie Schafe ohne Hirten. And so the first thing I want us to consider in this text. Und die erste Sache, die ich möchte, dass wir in diesem Text berücksichtigen, is a state of a particular types of people. Nämlich erstens den Zustand von einer bestimmten Menschengruppe, which the Bible refers to as the multitude. Und die Bibel bezieht sich auf diese Menschengruppe als die Volksmengen. So Jesus here is the subject. Also Jesus hier ist das Subjekt. And we see the object of what the subject acted upon. Und wir sehen auch das Objekt, worauf sich das Subjekt bezogen hat. And so the object here is the multitude. Das Objekt hier ist die Volksmenge. But not only that. Nicht nur das. The word described to us puts a little bit of adjective or paints to us the state of that multitude. Ja, also hier zeigt uns die Schrift, und zwar die Schrift beschreibt diese Volksmenge. And it tells us that they were fainted or they fainted. Und einer dieser Beschreibungen ist die Erschöpfung. And were scattered abroad. Und die sind niedergeworfen. Now, if somebody fainted, wenn jemand erschöpft ist, is a result of having exhausted their strength. Ja, die Erschöpfung ist als Resultat, und zwar dessen, dass man seine ganzen Kraft, und zwar verwendet hat. And so when you've walked and you've used a lot of energy, a lot of strength, you come to a place where you are weak. Und wenn man sehr viel Energie und sehr viel Kraft verwendet hat, man kommt zu dem Punkt, wo man wirklich schwach ist. And so here the Bible is referring to that particular people. Und hier bezieht sich die Bibel auf genau dieses Volk. You see, which are under the system in which they have been subjected to doing something in order for them to try to achieve something in life. Und dieses Volk wurde wirklich unter einem System gebracht, wo sie etwas tun müssen, damit sie überhaupt etwas im Leben haben können. And so when we talk of multitude here, wenn wir von Volksmengen sprechen, we need to have the spiritual understanding. Es ist wichtig, das geistliche Verständnis zu bekommen. So that we can relate it to our contemporary times. Damit wir das im Verhältnis setzen können zu unserer jetzigen Zeit. You see, when somebody is exhausted, wenn jemand erschöpft ist, is actually someone whose life is based on
wanting things. Das ist jemand, dessen Leben darauf basiert ist, etwas zu wollen oder etwas zu erwarten. So the multitudes are those who strives and pursued after possession, after success, after recognition and all these things that life, you know, presents to us. Und die Volksmenschen stellen Menschen dar, die nach, und zwar Erfolg, nach gewissen Verlangen, nach gewisses, was sie erreichen möchten, darstellen. It is not wrong for us to pursue things. Es ist nicht falsch, etwas erzielen zu wollen. But if our pursuit of recognition, of success, of money and possession is for us to feel better, that's where the problem is. Doch wenn unser Streben nach Erfolg, nach Geld, nach bestimmte Ziele im Leben dafür da, also dieses Streben dafür da ist, damit wir uns gut fühlen. Und genau da liegt das Problem. Amen. Amen. So the problem that we encounter with many people today in life, das Problem, was wir mit vielen Menschen im Leben erfahren, is that they all have the mindset that whenever they pursue after recognition, after power, after money, after possession, they will become complete in themselves. Ja, es dieser Gedanke, dass wenn sie nach Macht, nach Geld, nach Erfolg streben, sie werden in sich dadurch vollständig. And so Jesus refers to such people as the multitudes. Jesus bezog sich auf solche Menschen als die Volksmengen. These are people who are hungry. Das sind Menschen, die hungrig sind. They are not satisfied. Sie sind nicht gesättigt. And so each and every one of us can be in that state today. Jeder von uns kann in so einem Zustand heute sein. Where we are not satisfied. Wo wir unzufrieden sind. Where we are not fulfilled. Wo wir nicht gesättigt sind. Why? Because of a certain mindset we've inculcated in us. Warum nicht? Weil aufgrund einer bestimmten Gedankenwelt, einer bestimmten Denkweise, die wir angenommen haben. And if we are not, you know, careful, we also fall under the teachings which has a spiritual connotation, which the Bible calls the law. And the law will place you under wanting to become more complete in yourself, and you will never attain that place of completeness and satisfaction. Wenn man diesen Gedankengang oder diese Gedankenwelt weiterverfolgt, da fällt man einfach in dieser Falle. Da hat man wirklich diese Möglichkeit, dass man unter einem bestimmten Lehrsatz, einem bestimmten Glaubensart, was man dieses Gesetz nennt, nämlich man ist aufgrund das, was gelehrt wird, und zwar in der Lage versetzt, etwas zu erwarten, damit man in sich selbst vollständig ist. Amen. Amen. You see, many things have happened in life. Many events has happened in life. Im Leben sind viele Ereignisse passiert. Where we can all discover that even though we attain these things that we pursue, we then find out that there is a hole within us, within our hearts. There is a hole which is a bottomless pit, so to speak. Und durch diese Ereignisse stellen wir fest, dass selbst wenn man viele Dinge, also sprich Macht, Geld und so vieles erreicht hat, ja, stellt man immer noch fest, dass in der Seele drin eine Leere sich gibt. Amen. Amen. Halleluja. Amen. And so when Jesus saw the multitude, und als Jesus die Volksmengen sah, he saw people who have fainted, er sah Menschen, die erschöpft waren, because of the work that they have, you know, exerted, aufgrund ihrer Mühen und ihrer Beladensein. And if we look in the book of Isaiah, und wenn wir im Jesaja anschauen, Isaiah 40, the verse number 29, also genau gesagt Jesaja 40, Vers 29, the Bible records to us that God giveth power to the faint. Hier berichtet die Bibel, dass Gott nämlich den Schwachen Kraft schenkt. Amen. Amen. You see, so those who have fainted, or those who have walked, those who are pursuing things,
You see, there are those that the Bible refers to as the faint, and what does God do to them? God gives them power. Ja, also diejenigen, die im Leben sich bemüht haben, die haben Dinge wirklich versucht, sie haben Sachen unternommen und sind dabei zur Müdigkeit gekommen. Sie sind fertig. Die Bibel berichtet uns, dass solche Menschen schenkt Gott Kraft. Amen. Amen. You see, in our today understanding, whenever we talked about power, we think something that will make us, you know, feel somehow. Also in unser Verständnis heute, wenn wir von Kraft reden, da geht man gleich von etwas, was man körperlich fühlen kann. It is true. Das stimmt. Whenever you feel powerful, wenn auch immer du dich kräftig fühlst, there is certain vigor within your body. Ah, es gibt bestimmte Bewegungen in der Chemie deines But Körpers. That is not all. Doch das ist nicht alles. That is not complete. Das ist nicht vollständig, so if, über die Kraft. If God gives power to the faint, wenn Gott uns zwar den ermüdenden Kraft schenkt, what is in the power that God gives? Was gibt es in der Kraft, die Gott gibt? And this is what we need to discover. Aber genau das sollen wir nun entdecken. Now remember, we are still on the object. Bitte denkt dran, wir sind immer noch auf dem Objekt. Because Jesus, denn Jesus is the one that affect the multitudes. Ist derjenige, der die Volksmengen beeinflusst. But we must understand the state of the multitude. Doch es ist wichtig, den Zustand der Volksmengen zu begreifen. So that we can appreciate what Jesus gives. Damit wir das auch wertschätzen, was Jesus schenkt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. And so here we see, we need to discover what is in the power that God gives to the faint. Und deshalb ist es wichtig, auch zu entdecken, was gibt es nun in Gottes Kraft, was den Müdenen schenkt. 2 Peter. Das finden wir im zweiten Buch Petrus. 1, the verse number 3. 2. Petrus 1, Vers 3. What is in the power of God? Was gibt es denn in Gottes Kraft? Amen. Amen. You want to discover today? Also heute möchten wir entdecken, oder? Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei dem Vater. The verse number 3. 2. Petrus 1, Vers 3. It says, according as his divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that had glory and virtue. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Amen. Amen. Here is a very direct statement. Also das hier ist eine direkte Aussage. What is in the power? Was gibt es denn in dieser Kraft? The Apostle Peter tells us all things. Also Apostel Petrus beschreibt es als alles. And so God gives power to the faint, to those who are lacking, those who are not satisfied, those who are not fulfilled. What did he give to them? He gives to them all things. Also Gott gibt denjenigen, die in Mangel sind, diejenigen, die schwach sind, diejenigen, die vor Erschöpfung, also sie haben sich so bemüht, dass sie erschöpft sind, er schenkt ihnen Kraft. Doch was gibt es in Gottes Kraft? Nämlich alles. Amen. Amen. God gives you possession. Also Gott schenkt dir Besitz. God gives you recognition. Er schenkt dir Anerkennung. God gives you satisfaction. Er schenkt dir Sättigung. Everything, money. Alles, sogar Geld. Is in the power God gives. Gibt es in Gottes Kraft, die schenkt. And that power. Und diese Kraft. The Bible tells us in 1 Corinthians 1, the verse 24. Die Bibel berichtet uns in 1. Korinther 1, Vers 24. That Christ is the power of God. Nämlich, dass Christus Gottes Kraft ist. So Christ embodies all things. Also Christus verkörpert alles. And so when God sees the multitudes, also wenn Gott die Volksmengen anschaut, he sees those who have fainted, er sieht denjenigen, die erschöpft sind, those who have scattered abroad, diejenigen, die einfach überall zerstreut sind. What does he give to them? Aber was schenkt er ihnen? He gives to them his power. Er schenkt ihnen seine Kraft. And his power is the Christ. Und seine Kraft ist der Christus. And when Christ comes to you, und wenn Christus zu dir kommt, you have all things. Dann hast du alles.
alles. I repeat again, all things. Ich wiederhole, alles hast du. You see, even when he walks, selbst wenn er arbeitet, we don't feel it. Spüren wir das. That is what we just sang. Aber genau das haben wir gerade gesungen. You see, when the power of God comes into you, also wenn die Kraft Gottes in dir hineinkommt, you may not feel it. Du magst es ja nicht körperlich fühlen. It is not feelable. Denn warum? Gottes Kraft ist nicht nach dem menschlichen Gefühl. It is through the knowledge of him. Sondern es ist durch die Erkenntnis von ihm. You must know. Also du musst dir bewusst machen, that Christ Jesus, dass Christus Jesus is in you. In dir ist. You are satisfied. Also damit bist du gesättigt. You are fulfilled. Damit bist du erfüllt. There is nothing lacking in you. Es gibt nicht, was dir mangelt. You must know that. Das musst du erkennen. You don't need to feel it. Das brauchst du nicht zu fühlen, Körper. And so when God comes to us, also wenn Gott zu uns kommt, he looks at the multitudes. Er schaut sich die Volksmengen an. He doesn't drive them away. Er jagt sie nicht weg. He comes to us. Sondern er kommt zu uns. With his power. Mit seiner Kraft. His power. Seine Kraft. Is the Christ. Ist der Christus. And the Christ. Und der Christus. Is what he gives. Ist genau das, was Gott schenkt. Secondly. Als zweites. What is in Christ? Was gibt es in Christus? Because we've seen that in Christ. Denn wir haben gesehen, dass in Christus. Is the power of God. Is Gottes Kraft. But there is something more, much, much better and greater. Doch es gibt noch etwas Größeres und etwas Besseres. I want us to discover today. Und das möchte ich, dass wir heute entdecken. Romans 8, the verse number 38. Nämlich in Römerbrief 8, Vers 38. Look at what is in Christ. Schau dir mal an, was in Christus gibt. Amen. So, what is in the power of God that we need to know. Was gibt es in Gottes Kraft, worauf wir uns, also worin wir uns bewusst machen müssen? Because God gives to us, denn Gott schenkt uns, that which embodies everything concerning himself. Nämlich dem, was alles verkörpert, was ihn angeht. And look at Romans 8. Wir schauen uns Römer 8 bitte. Romans 8, the verse number 38. Römer 8, Vers 38. Romans 8, the verse 38. Paul says, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte. No height, no depth, no any other creature shall be able to separate us from the love of God. Weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes. Which is in Christ Jesus. Die in Christus Jesus ist. Our Lord. Unseren Herrn. So what is in Christ Jesus? Also was gibt es in Christus Jesus? The love of God. Und zwar die Liebe Gottes. Amen. Amen. And so the most powerful thing. Also die kraftvollste Sache. That is in Christ. Was es in Christus gibt. Is the love of God. Ist die Liebe Gottes. That is the true power Aber of genau God. Das ist die wahrhaftige Kraft Gottes. And what is in Christ? Und was gibt es in Christus? Is also in us. Gibt es auch in uns. And this is why this can be proven in Romans 5, the verse number 5. Und das kann durch Römerbrief 5, Vers 5 bewiesen werden. It says, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us. So we've just read that the love of God is in Christ. And so Paul says that is not all. What is in Christ is also in us. Amen. It has been given to us by the Holy Spirit. Amen. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und so wie wir vorhin gelesen haben, dass in Christus Jesus gibt es die Liebe Gottes. Doch Paulus hat da nicht Halt gemacht, sondern er zeigt uns weiterhin, dass diese Liebe Gottes, diese Liebe Christus ist auch in uns.
Amen. Amen. You see, the difference Unterschied between Jesus and the religious people, zwischen Jesus und dem religiösen Volk, the difference between the grace of God, der Unterschied zwischen der Gnade Gottes and the law und dem Gesetz, is in this, ist genau hier vorzufinden, the love of God, nämlich die Liebe Gottes. Because in John 5 the verse 42, nämlich in Johannes 5 Vers 42, Jesus speak to the Pharisees and the Sadducees. Jesus zu den Pharisäern und zu den Sadduzäern. He says, I know you, ich kenne euch, that ye have not the love of God in you, dass ihr die Liebe Gottes in euch nicht habt. They had the word of God. Sie haben das Wort Gottes. They had the Bible. Sie haben die Schrift. They had the position of teaching the people, bringing them to God. Sie hatten die Stellung, das dem Volk zu, also dem, das Volk zu lehren und sie, also und ihnen zu Gott zu bringen. But one thing was lacking in them. Doch eins fehlte bei ihnen. The love of God. Die Liebe Gottes. And so now we see the love of God walking. Und nun sehen wir die Liebe Gottes, die auch körperlich wandelt. And the love of God looks at the multitude. Und die Liebe Gottes schaut auf die Volksmenge. Oh, my Father. Amen. So, what you see, also was du schaust, is depending on what is in you. Ist abhängig von dem, was du in dir trägst. There are two perspectives in life. Es gibt zwei Perspektiven im Leben. It's either you see through the lens of the love of God or you see through the lens of fear. Entweder du siehst, und zwar durch die Linse von Gottes Liebe, oder du schaust durch die Linse der Furcht. Jesus, the embodiment of the love of God. Jesus, die Verkörperung von Gottes Liebe. He saw the multitudes. Er sah die Volksmenge. He didn't see like the Pharisees. Er sah sie nicht so wie die Pharisäer. With condemnation. Und zwar mit Verdammnis. With reproach. Und zwar mit Schmach. No, he saw differently. Nein, er sah anders. Now today we've just learn. Heute haben wir schon gelernt, that we the saints, dass wir die Heiligen, we have the love of God in us. In uns haben wir die Liebe Gottes. How do we see the multitudes today? So, da stellt sich aber die Frage, wie betrachten wir die Volksmengen heute? Do we condemn them? Sind wir unterwegs mit Verdammnis? Do we reject them? Lehnen wir sie ab? Do we abandon them? Ja, vernachlässigen wir sie? How do we see people today? Wie betrachten wir Menschen heute? They are fainting. Die Menschen sind erschöpft. They are scattered abroad. Sie sind überall zerstreut. There is no other way out. Es gibt keinen Ausweg. Because their life is based on craving and wanting and clinging, and all these things saps the energy out of them, and they seems to be strong and robust, having houses and having cars and having possession. I have good news for you. They are all fainting. Amen. There is no life in them. Amen. Until we can see them just like Jesus saw them, we cannot be an extension of Jesus' Amen. Salvation to the people. So we must change our view of how we see the world around us. Also die Volksmengen mögen ja, also der Erscheinung nach, also scheinbar, wirklich das alles zusammen, die haben alles zusammen. Also sprich, das Haus steht, die Aktien steigen, ja, man häuft Vermögen, man hat eine Familie. Doch so wie Jesus sie betrachtet, die Volksmengen sind erschöpft. Denn warum? Ihr Leben besteht aus Haben, Haben, Haben. Tun, um zu haben, tun, um zu sein, tun, um sich zu verwirklichen, nur am Machen und am Mühen. Doch es ist wichtig hier zu erkennen, also bis wir den Blick Christi haben, bis wir die Sichtweise, die Wahrnehmung von Christus über die Volksmengen haben, wir sind nicht in der Lage, und zwar die Liebe Gottes, die Erlösung auslöst in ihnen, ihnen weiterzugeben. Wir sind nicht in der Lage, Errettung, nämlich also die Erweiterung der Errettung Christi zu sein, wenn wir nicht die Perspektive Christi haben. Amen. Amen. With love. Mit der Liebe. You see the other as yourself. Betrachtest du den anderen oder die andere als du selbst. When the love of God was walking on earth. Als die Liebe Gottes körperlich auf Erden wandelte. He see those who were condemned by the law.
er sah diejenigen, die vom Gesetz hier verdammt waren. But he did not see their error. Doch er hat ihren Fehler nicht gesehen. John 8, verse 11. Johannes 8, Vers 11. He said to the adulterous woman. Er sprach, und zwar zu der Frau, die Ehebruch begangen hat. I don't condemn you. Ich verdamme dich nicht. I see differently. Ich sehe dich anders. Because love is not punitive. Denn warum? Liebe ist nicht bestrafend. It is corrective and redeeming. Die Liebe ist berichtigend und erlösend. Because in love, denn in der Liebe, there are two properties. Gibt es zwei Eigenschaften. Called mercy and compassion. Und zwar Barmherzigkeit und Mitgefühl. When love is felt, wenn die Liebe gespürt wird, it is compassion. Es ist wirklich Barmherzigkeit. Because compassion simply means, denn Barmherzigkeit bedeutet, you come in association with the sufferings of another. Man verbindet sich, man macht sich eins mit dem Leiden eines anderen. Amen. Amen. Leidenschaft in German. Leidenschaft. Which simply means to create action that creates suffering. Ja, also eine Handlung, die das Leiden erschaffen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And so when you bring passion and come, which simply means together with. So it is suffering with. So Jesus had that compassion on the people. In other words, he shared with their suffering. Also Leidenschaft und im Sinne von Mitleiden. Also sprich, er hat Mitleid mit den Volksmengen. Amen. Amen. Hallelujah. This is what love does. Aber genau das macht die Liebe. So that is why we call the passion of Jesus. Und deshalb nennen wir die Passion Jesu. You see what he went through. Was er durchgegangen ist. His crucifixion. Seine Kreuzigung. His death. Sein Tod. His burial. Seine Bestattung. His quickening. Seine Erquickung. His raising. Seine Himmelfahrt. And his sitting. Und seiner Sitzung. Is what the Bible refers to as the work of Christ. Und genau hierauf bezog sich die Bibel als das Werk Christi. In other words, anders gesagt, it is the suffering of Christ. Es ist das Leiden Christi. Because through that walk, through that suffering, denn durch dieses Leiden, durch dieses Werk, he associate with our sin, hat er sich eins gemacht mit unserer Sünden, with our fallenness, mit unserer abgefallenen the effect Zustand of our sins, und zwar die Auswirkungen von unserer Sünde, and he raised us up. Und er hat uns mit auferweckt. And gives us a new position. Und er schenkt uns eine neue Stellung. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is what compassion is all about. Hierum geht es bei Mitgefühl. It's not pity. Es ist nicht nur so, ja, also ich habe einfach nur, ich schaue nur auf das Elend von jemand und habe einfach nur, ich denke nur an diese Person. It goes beyond that. Also das geht weit drüber hinaus. Because in the pity, in the love of God, there is the power of mercy that raises you up into another position that you've never deserved. Amen. Amen. Im Gegensatz zu menschlichem Mitleid, nämlich in der Barmherzigkeit, in dem Mitgefühl Gottes, gibt es die Kraft Gottes, nämlich die Menschheit aus diesem abgefallenen Zustand rauszunehmen und zwar auf Gottes Ebene zu bringen. Halleluja! Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, compassion, also Mitgefühl, is a property of the heart. Ist eine Eigenschaft des Herzens. The heart has got no brain. Im Herzen gibt es kein Gehirn. It has no mind. Im Herzen gibt es keine Denkmöglichkeit. You know why? Wisst ihr warum? This is important. Warum das wichtig ist? Because the mind judges. Denn warum? Die Gesinnung, sprich die Gedanken, wird urteilt. Hallelujah. Amen. So when Jesus looked at the multitudes, also als Jesus die Volksmengen angeschaut hat, he did not operate from his mind. Also er hat nicht aus dem Gedankenwelt geurteilt. From his heart.
heart. Sondern er hat aus seinem Herzen gewirkt. And the heart is not a property of duality. It's not an organ of duality. Und das Herz ist kein Bereich, ist kein Organ der Zweisamkeit, der Dualität. It knows only one thing. Das Herz kennt nur eins. Embrace. Und zwar Aufnahme. He sees your beingness. Und zwar das Herz schaut auf dein Dasein. Not your experiences. Und nicht nur deine Lebenserfahrungen. Amen. Amen. Religious people get nervous. Ah, also die religiösen Menschen werden nervös, kriegen also aufgestandene Haare. That's why grace is scandalous. Und das ist der Grund, warum die Gnade so skandalös ist, dass sogar die BZ das nicht druckt. Amen. Amen. So when mercy sees you, also wenn die Barmherzigkeit dich betrachtet, I tell you, compassion flows towards you. Was geschieht, dann Mitgefühl fließt dir entgegen. And it never leaves you where you were. Und dieses Mitgefühl lässt dich nicht da, wo du bist. It brings you out of your problems. Sondern du wirst rausgeholt aus den Problemen. And makes you another man. Und du wirst zu einem anderen Menschen verwandelt. That is why Jesus in the parable of the prodigal son. Und deshalb in der Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus made a wonderful statement. Dort hat Jesus eine wunderbare Aussage getroffen. In Luke 15, the verse 31. Das finden wir in Lukas 15, Vers 31. You see, the father said to the elder son. Da sprach der Vater zum ältesten Sohn. He says, thou art ever with me. Du bist alle Zeit bei mir. All that I have. Alles, was ich habe, is yours. Gehört dir. Hallelujah. Amen. This is what mercy does. Aber genau das bewirkt die Barmherzigkeit. This is what compassion is. Genau das ist Mitgefühl. The son left. Der Sohn ist weggegangen. You see, he was angry. Er war sauer. Because of what the type of love that was lavish on his brother. Aufgrund der Liebesart, was seine jüngeren verschwenderischen Brüder you see, erfahren that hat. Can easily happen to us today. Das kann uns hier, also ganz einfach, das kann uns hier einfach passieren. Those of us who have received the love of God. Für diejenigen von uns, die die Liebe Gottes empfangen we haben. We think that love. Wir denken, dass Liebe is just for us. Ist nur für uns. Specially for you. Ja, also persönlich verpackt mit deinem Namen drauf. I have good news for you. Aber ich habe eine gute Nachricht für that dich. That love. Diese Liebe is also for the prostitute. Ist genauso für die Prostituierte. Is also for the alcoholic. Ist auch für den Alkoholiker. Is also for the drug addict. Ist auch für die Drogensüchtigen. Is also for those who are rejected. Es ist auch für die Abgelehnten, they Abgestoßenen. Are exactly loved as you are loved. Die sind genauso geliebt, so wie du geliebt bist. You may have had the privilege to have received that love before them. Du magst ja das Privileg und zwar bekommen haben, vor ihnen diese Liebe angenommen zu but haben. That does not make us to see them differently. Doch das stellt uns nicht auf einen höheren Podest als sie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So just like God loves you and I. Also so wie Gott dich und mich liebt. He loves those who have not yet accepted his love. Genauso liebt er diejenigen, die seine Liebe noch nicht erfahren haben. If we are to be an instrument of his salvation. Also wenn wir ein Instrument, ein Werkzeug seiner Errettung sein möchten. We must see through the mercy of God. Dann müssen wir durch Gottes Barmherzigkeit schauen. Not always ready to condemn. Und nicht immer bereit, und zwar nach den Handlungen oder nach der Erscheinung zu urteilen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, when the Bible says there's a verse I read yesterday and I read it differently. Gestern habe ich einen Bibelvers gelesen und hier habe ich einfach mal anders gelesen. You see, 1 Corinthians 3, the verse number 21. Nämlich 1. Korinther 3, Vers 21. You see, we quote this scripture so well and we love it. Denn wir zitieren diese Bibelstelle sehr gerne und das lieben wir. And look at it, 1 Corinthians 3, the verse number 21. 1. Korinther 3, bitte mit mir aufschlagen, wir lesen Vers 21. Paul says, therefore, let no man glory in men, for all things are yours. Hier heißt es, so rühme sich denn niemand, und zwar im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. You see, if we are not careful, wenn wir nicht
Also wenn wir nicht berücksichtigen sind. We can look at this verse from a selfish point of view. Man könnte diesen Vers aus einem selbstsüchtigen Blickwinkel betrachten. But look at what Paul is saying. Doch schaut euch mal Paulus Aussage an. He said, let no man glory in men. Niemand soll sich im Menschen rühmen. No man. Also niemand. In men should Menschen glory. So you and I, we are all in men. Also wir alle sind in Menschen. Amen. So he's referring to us. Also bezieht sich auf uns alle. And so he says so that for all things are yours. Denn alles ist euer. What are the all things he's talking about? Also von welchem allem spricht denn? The power of God. Spricht von Gottes Kraft. The love of God. Spricht von Gottes Liebe. You see, we have been given all things. Uns ist alles gegeben worden. That we may become indebted to our brothers and sisters. Damit wir der Liebe wegen Schuldner unseren Geschwistern sind. Amen. Amen. I will repeat this again. Also das wiederhole ich nochmal. We have been given all things. Uns ist alles geschenkt worden. So that we become debtors. Damit wir Schuldner sind. To our brothers and sisters. Unseren Geschwistern gegenüber. Amen. Amen. Because the all things that has been given to you. Denn das alles, was uns geschenkt wurde. Is the love of God. Ist die Liebe Gottes. And what does Paul tells us? Und was berichtet uns Paulus? Paul says, owe no man anything except to love. Paulus sagt, schulde niemanden irgendetwas außer zu lieben. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is all we owe. Also das ist das, was wir schulden. I owe you love. Also ich schulde dir Liebe. I owe you mercy. Ich schulde dir Barmherzigkeit. I owe you compassion. Ich schulde dir Mitgefühl. Amen. Amen. Because what has been given to me, denn das, was mir geschenkt wurde, is God. Is God. Hallelujah. Amen. And so I'm to give back. Also um nun weiterzugeben, weiterzuschenken. What God has given. Und zwar, was Gott mir geschenkt hat. So all things are yours. Also alles ist meins, beziehungsweise alles ist unser. Amen. Amen. You have the power to love. Also du hast die Kraft zu lieben. Glory be to God. Ehre Because Gott. Christ is the all thing. Warum? Weil Christus alles ist. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. So compassion. Also Mitgefühl. Simply means to tender mercy. Bedeutet anderen barmherzig zu sein. And this is why Paul tells us in Ephesians 2, the verse number 4. Und deshalb berichtet uns Paulus in Epheser 2, Vers 4. He said, for God who is rich in mercy. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. He has loved us. Hat uns geliebt. Amen. Amen. God who is rich in mercy. Gott, let's reich read an Barmherzigkeit. Wir schauen uns mal die Stelle an. Darf ich noch was ergänzen? 1 Minute. It says, God who is rich in mercy. The verse number 4. Who is rich in mercy for his great love. Wherewith he loved us. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit uns geliebt hat. Amen. Amen. You see, the richness of God's mercy, also der Reichtum an Gottes Barmherzigkeit, has caused him to love us with his great love. Hat bewirkt, dass uns liebt, und zwar mit seiner großen Liebe. And so when we look at Jesus, und deshalb, wenn wir Jesus anschauen, in this scenario painted to us, und zwar in diesem Szenario, was uns dargestellt ist, Jesus is the love of God. Jesus ist die Liebe Gottes. And so it is the love of God. Dementsprechend ist das die Liebe Gottes. That gave Jesus another perspective. Towards the multitude. Und zwar, was Jesus einen anderen Blickwinkel zu den Mengen schenkt. Amen. Amen. That's why when he saw them, und deshalb, als sie sah, he didn't see them as ordinary people will see them. Also hat sie nicht geschaut, wie gewöhnliche Menschen die Volksmengen wahrnimmt. And because he's full of love, und weil voll ist mit der Liebe, what moves him then? Was bewegt ihn dann? Compassion. Und zwar Mitgefühl. So compassion flows through Jesus. Also
das Mitgefühl fließt, und zwar durch Jesus. And so compassion, Mitgefühl also, is that which will needs to flow through us. Ist genau das, was durch uns fließen soll. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. We are to be compassionate. Wir sollen wirklich mitfühlend sein. But it is a perception that we need to get first. Doch das hängt von der Wahrnehmung, die wir zuerst bekommen sollten. And when we have this perspective, und wenn wir nun diesen Blickwinkel zu eigen gemacht haben, it takes us away from being judgmental. Also das führt uns von dieser Selbstgerechtigkeit weg. And we become accepting. Ja, und da werden wir wirklich annehmend, also offen sein. Because compassion, denn Mitgefühl, is an act of unconditional acceptance. Ist eine Handlung von von bedingungsloser Annahme. Glory be to God. Ehre sei Halleluja. Amen. So we don't see as the world sees. Also wir betrachten nicht so wie die Welt tut. We see through the lens of love. Nee, wir sehen durch die Linsen der Liebe. And when you see through the lens of love, und wenn du durch die Linsen der Liebe betrachtest, compassion flows. Was geschieht? Mitgefühl fließt hindurch. And the compassions of God, und Gottes Mitgefühl, fails not. Das versagt nie. That's what Lamentation tells us. Ja, das sagt uns die Klagelieder. Lamentation 3, the verse 22. Ja, finden wir in Klagelieder 3, Vers 22. It is of God's mercies. Es ist von Gottes Barmherzigkeit. That we are not consumed. Dass wir nicht verzehrt, nicht zerstört sind. For his compassion, ja, there fails not. Ja, seine Erbarmen versagt nie. Why? Warum nicht? Because in his mercy, denn in seiner Barmherzigkeit, is his compassion, gibt es auch sein Mitgefühl. You remember when Paul was discussing to us about love? Also ihr könnt euch erinnern, als Paulus uns angesprochen hat bezüglich der Liebe. You know, in 1 Corinthians 13, das finden wir in 1. Korinther 13. He concludes. Er hat so abgeschlossen. He says, love never fails. Nämlich, dass die Liebe nie versagt. And so you see that. Connecting to Jeremiah. Und wenn man das mit Jeremia verbindet. You see, Jeremiah says his compassion fail not. Ja, sein Erbarmen hört niemals auf, sagt Jeremia. So what really doesn't fail in God? Also was tatsächlich in Gott versagt nie? Is his compassion. Es ist sein Mitgefühl. Do we want to be an extension of Christ? Möchten wir eine Erweiterung Christi sein? I'm giving you the power, the secret, the power today. So. Euch wird nun die Kraft und zwar mitgeteilt. Oh heute. Yes, prayer is beautiful. Amen, Gebet ist wunderschön. Yes, fasting is great. Ja, Fasten ist auch toll. I'm just giving you a shortcut. Sondern ich gebe euch nur eine Abkürzung. Develop compassion. Und zwar entwickelt und zwar dieses Mitgefühl in euch. Amen. Amen. You can fast 40 days without compassion, you become a sounding Cymbal. Amen. Also du magst ja 40 Tage lang gefastet haben, doch ohne Mitgefühl, ohne die Wirkung der Barmherzigkeit, du bist nur ein klingenden Gong. Amen. Amen. Halleluja. Amen. When you begin to divide things, this is for us, this is against us, these are they are of another religion, they are of another country. When you begin to look things from that lens of fragmentation, compassion cannot flow out of you. I tell you, you can be in your own small sect. You make Christ a sect for yourself, and you can do whatever you have to do. I tell you, you will never reach onto the world. That is why we are so weakened in our outreach to the world. I'm telling you, Christians today, we must come to a place of compassion. Compassion knows no color. It knows no profession. It knows no nationality. Compassion looks at the multitudes and is moved to reach onto them with that which will refresh them, revigor them and makes them alive again. Amen. Es ist wichtig für uns, besonders wir Christen, dass wir nicht in diesen, ich sag mal so, in dieser Falle tappen, wo wir anfangen, Unterschiede zu sehen. Ah, das sind von einem anderen Land, das sind nicht meine Berufsgruppe, die haben keine Doktoren, die sind keine Professoren, ja, das sind nur Mediziner oder das sind nur, dass man anfängt, seine eigene Fragmentierung zu machen. Und was geschieht? So kann man sich seine eigene Sekte bauen. Man mag ja für Jesus unterwegs sein, doch ohne Mitgefühl
bringt es gar nichts. Man ist nicht, man mag ja seine bestimmten, sag ich mal, seine bestimmten Clique erreicht haben, doch die Welt wird dadurch nicht erreicht. Und deshalb ist es wichtig, dass man zu diesem Punkt des Mitgefühls kommt, zu dieser Barmherzigkeit kommt, und zwar so, dass man die Welt, und zwar nicht nur erreicht, sondern man ist in der Lage, der Welt Christus in sich zu präsentieren. Halleluja! Glory be to God! Ehre sei Gott. And so here in conclusion, und nun zum Schluss, Jesus wrapped everything together. Also Jesus hat wirklich alles zusammengefasst. And gives a beautiful picture. Und er hat ein wunderschönes Bild dargestellt. Of the multitude. Und zwar von der Menge, von der Volksmenge. He says they are as sheep without shepherd. Nämlich sie sind wie Schafe ohne Hirten. Amen. A sheep without shepherd, ein Schaf ohne Hirten, simply means, bedeutet ganz einfach, they are full of wanting, und zwar sie sind voll von Bedürfnissen, they are full of desires, sie sind voll von Begehren, without fulfillment, und zwar ohne Erfüllung, without satisfaction, ohne Sättigung, without completeness, ohne Vollständigkeit. That is what it means. Genau das heißt das. Because David tells us, denn David hat uns berichtet, in Psalms 23, the verse number 1, in Psalm 23, Vers 1, he says, the Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. So I am a sheep. Das bedeutet, ich bin Schaf. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. And what happened? Was geschieht mir? I shall not want. Mir mangelt gar nichts. So there is no want. Also es gibt keinen Mangel. If the sheep has a shepherd. Wenn das Schaf einen Hirten hat. And Jesus tells us. Und Jesus berichtet uns. In John 10, the verse number 11. Nämlich in Johannes 10, Vers 11. He says, I am a good shepherd. Und zwar, ich bin der gute Hirte. The good shepherd gives his life for the sheep. Der gute Hirte legt sein Leben nieder für die Schafe. Amen. Amen. Halleluja. Amen. And so Jesus Christ, Jesus Christus, also, is the satisfaction. Er ist die Sättigung. Is the fulfillment. Er ist die Erfüllung. Of all our wants and needs and cravings. Und zwar von all unser Streben, von all unser Verlangen, von all unser Begehren. That is why, und deshalb, I call the multitudes, nenne ich die Volksmengen, the hungry thoughts, und zwar die hungernden Gedanken. Amen. Amen. Have you got a hungry thought? Hast du hungernde Gedanken? Oh, we see that here in Europe a lot. Consumerism, you know, you just go to Kashtat. You just buy. You don't know why you're buying. You just want this thing. You want a new Mercedes. You want a new clothes. You want a new shoe. You see, you just want. Never satisfied. You don't even use what you have. But when you look at somebody else, you want what they have. You know, our wonderful ladies, Valentine's Day, you look at the hair of another, you want that also. You want that good cloth. You want that good thing. You never get to a place where within you are happy. I tell you, this is what true salvation is. True salvation is a state of freedom from wanting, from craving, from clinging. When you get to that place, I tell you, things will begin to come to you. Amen. And you there won't be a source of enjoyment. Hallelujah. Because your joy is already within you. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. Von hinten angefangen. Errettung bedeutet nämlich, dass man von dem Streben, von dem Verlangen, von diesem, ich sag mal so, haben wollen, aber noch nicht bekommen haben, wenn man davon frei ist. Was geschieht in einem? Man kommt zu dem Zustand, wo man in sich, sprich in Christus ruht, und die Dinge navigieren sich zu einem. In Europa sieht man das sehr, sehr deutlich. Ja? Also wenn man von der Volksmenge spricht, man sieht es sehr, sehr deutlich, denn es wird immer gewollt, es wird immer bedürfen. Also besonders jetzt, Valentinstag, oh, bei den Damen, die haben es richtig schwer manchmal. Denn warum? Die Frisur gefällt mir, also die möchte ich haben, habe ich aber nicht. Und was tue ich? Ich bin immer noch am Einkaufen. Ich kaufe das, obwohl der Schrank
Tank voll ist. Also nicht nur die Damen, die Herren sind auch betroffen. Denn warum? Ja, der Mercedes 600, die reicht nicht. Nee, da muss man Maybach dazu kaufen. Nee, ein Porsche muss oben drauf kommen. Ja, das Haus im Grunewald, die reicht nicht. Nee, um Gottes Willen. Wir müssen noch in München welche bauen. Wir müssen noch in Stuttgart welche haben. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, man ist in diesem Zustand von immer haben wollen, aber niemals gesättigt. Niemals zufrieden, niemals erfüllt. Doch schau dir mal an das Werk Christi. Schau dir mal an, wie Jesus Christus, Gottes Kraft, Gottes Liebe, wie er Sättigung in dir reinbringt. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, wenn man Christus wahrnimmt, und zwar aus dem Blickwinkel des Mitgefühls, aus dem Blickwinkel der Barmherzigkeit, was geschieht? Man ist daheim gekommen. Man ist in die Sättigung hinein. Und was geschieht? Dinge steuern einem nicht mehr. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Let's make a small disclaimer. Also lass uns bitte eine klitzekleine Verzichterklärung machen. I've been preaching for a while. Ich predige seit einiger I'm Zeit. I'm getting experience. Und ich sammle Erfahrung. Because when my audience they hear this, oh, Pastor doesn't like us to go for things and everything. No. I'm saying this simply. If your pursuit of things and recognition and possession is for you to be better and to be complete in yourself, then it is a sin. Yes. That is the source and the root of pain and suffering. That is the root of people fainting. There is a way where you can get things. This is what the Bible refers to as grace. Oh, what is grace? You recognizing that all things has been given to you. It changes the way you look at life. Your mindset, your consciousness changes. And as your consciousness is, so will the things of earth be drawn unto you. This is why Jesus says, seek ye first the consciousness of God, the kingdom of God which is within you, and all these other thing shall be navigating towards you, because you are here in this life not to run after things. Okay. No, you are here because God has already empowered you and placed within you all things so that you can live a godly life. Hallelujah. Amen. I hope the disclaimer has come in. Amen. Hallelujah. Also unser Zuschauer werden uns anschauen und hören und zuhören und sagen, oh, unser Pastor steht nicht auf Sachen. Naja, aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn und zwar meine Besorgung von Sachen, wenn mein Streben nach Sachen dafür da ist, wenn der Beweggrund dahinter, also hinter meiner Besorgung, hinter mein Streben, hinter all dem, was ich erzielen möchte, das ist nämlich in mir Sättigung zu finden, mich vollständig zu fühlen. Ja, als Mann, wenn ich mir ein Auto kaufe, damit ich mich als Mann fühle, genau das ist Sünde, genau das ist die fehlerhafte Identität. Denn warum? Es gibt Art und Weise, es gibt Gottes Art und Weise, Dinge zu erwerben. Das nennt man Gnade. Und das bedeutet, ich erkenne an, dass in Christus Gott mir mit allem ausgestattet hat. In Christus bin ich nicht nur irgendetwas. Nein, ich bin eins mit allem. Ich bin in ihm und er ist in mir. Und was geschieht dadurch? Ich bin in der Lage, ihm wahrzunehmen, der alles ist. Und was geschieht? All das, wonach ich mich strebe, sie navigieren sich zu mir. Denn warum? Das ist das, was Jesus gesagt habe. Trachtet zuerst nach dem Bewusstsein, nach der Wahrnehmung, und zwar von Gottes Reich, sprich Christus in dir. Mhm. Was geschieht? All diese Dinge, sie werden dir hinzugefügt werden. Also sprich, du rennst nicht hinter den Sachen, nee, umgekehrt. Die Sachen rennen dir hinterher. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man in Christus kommt, dass man sich stillhält, dass man innehält und schaut, mit wem bin ich verbunden? Ja, ich bin mit allem verbunden. Mit wem bin ich eins? Ich bin mit der Liebe eins. Wozu? Damit ich die Liebe Ausdruck, die Errettung Ausdruck gebe, und zwar auf Erden. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank.